Der Schlafsack bleibt zu. Henning? Hätte ich gewusst, dass du noch Jungfrau bist, hätte ich mir mehr Zeit gelassen. Hätte ich gewusst, dass du mehr Zeit hast, hätte ich die Strumpfhose ausgezogen. Jetzt erzähl mal für die Nachwelt, warum dein Auge so aussieht. Welches Auge? Das kommt jetzt gut. Der alte Loop. Also es begab sich zu einer gewissen Zeit, damals, 1943, kurz vor Moskau waren wir schon. Hatten wir einen Zuspieler, also damals auch schon im Krieg hatten wir einen Zuspieler, der sollte die Granaten reichen. Und der hat den Mörser bedient. Ich sollte die Mörser bedienen. Und der, der die Granaten gereicht hat, war noch nicht richtig eingespielt. Und guckt dann so ein bisschen nach rechts aus, da wo ich eigentlich die Mörser bedienen musste. Und dann bin ich quasi in seinem Ellbogen eingetaucht. Im ersten Moment dachte ich, ist gar nicht schlimm. Im zweiten Moment kam die Schwerkraft. Der Boden kam näher. Im dritten Moment habe ich dann taktisches Zeichen gemacht. Also Entschuldigung, ohne Zeichen. Taktisches Zeichen. Ich glaube, ich muss ausgewechselt werden. Und dann kamen ja Fingerle rein. Wie heißt er? Fister? Fismi? Griffel. Griffel, danke. Ja. Für mich natürlich. Aber ich war also dann auch, selbst mich hat es mal zerrissen, ja. Also mag man nicht glauben, weil normal bin ich ja Assas drauf, Superintendent. Aber hat mich also doch dann kurz ausgemacht. Jetzt habe ich ein dickes Auge, weil irgend so ein Stratege und Statisten, da können wir aufregen, können wir jetzt! Richtig aber! Mal! Ich bin total gechillt eigentlich. So, ja, mach aus jetzt. Das war auch mal vor uns zurück. Ja, aber es geht darum, dass wir.
mal wieder ein Video machen. Wir haben ja letztes Jahr nichts gehabt. Thank you.
Thank you.
Thank you.
mal einen raus. Jetzt, komm, Mama, Mama doll. Thank you.
Thank you.
Mal hochgeschossen. Ecke Hüftgold wünscht allen Gästen dicke Titten, Kartoffelsalat. Ole, ole, ole. Dicke Titten, Kartoffelsalat. Mit dem Arsch in der Sonne und ner Büchse in der Hand, nem Eimer auf dem Kopf liegen wir am Strand. Doch was liegt da hinten? Wir sehen einen Wal. Auf in den Wahlkampf, scheißegal. Der Wal hustet laut, was kommt da denn raus? Es ist die fette Schwester von Klaus und Klaus. Auf die Frage, warum er sie gefressen hat, sagt er dicke Titten, Kartoffelsalat. Ole, ole, ole. Dicke Titten, Kartoffelsalat. Ole, ole, ole. Dicke Titten, Kartoffelsalat. Dicke Titten, ole. Dicke Titten, ole. Dicke Titten, Kartoffelsalat. Dicke Titten, ole. Dicke Titten, ole. Dicke Titten, Kartoffelsalat. Mit der Flinte im Arm und ner Bürste in der Hand, nem Eimer auf dem Kopf stehen wir am Waldesrand. Doch was steht denn da hinten? Wir sehen dort ein Reh. Auf in die Reha, der Kopf tut weh. Das Reh hustet laut, was kommt da denn raus? Michaela Schäfer und sie zieht sich aus. Auf die Frage, warum es sie gefressen hat, sagt es dick.